Der neue Bogen von 40 bis 48 führt jetzt zur zweiten großen, wichtigen Figur von Warburg, zur Nymphe. Zur Nymphe von Girlandau, die ihn sehr fasziniert hat um 1900, nachdem die Botticelli-Arbeit abgeschlossen hatte und eine Zeit lang in Florenz lebte. Dieser Bogen beginnt mit der Tafel 40, also tritt weg von Botticelli, konzentriert sich dann auf den Zustand der Wiederaufnahme der Antike in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die vier Tafeln 41, 41a und 42, also mit der 40 zusammen, diese vier Tafeln resümieren also, was ist mit den wichtigen Figuren mittlerweile passiert. Nachdem die in den antiken Vorprägungen, in den Tafeln 4 bis 6, vorgestellt worden waren, in der Antike, kommen sie jetzt so vor, wie sie in der florentinischen Kunst um die Mitte des 15. Jahrhunderts wiederzufinden sind. Dort sind also auf der Tafel 41 Medea und Orpheus im Zentrum, Pentheus am Rand, dann auf der Tafel 41a Laokoon. Die gesamte Wiederaufnahme dieser berühmten Skulpturengruppe Laokoon ohne die Skulpturengruppe, die finden wir nur in den antiken Vorprägungen. Und dann finden wir auf der Tafel 42 eigentlich Meleager, den toten Heroen. Aber dieser tote Hero ist schon verwandelt in Christus, in die Beweinung Christus. Also Kreuzabnahme, Beweinung und dann Grablegung. Das sind die Figuren, die an die Warburg zurückführt auf die Grablegung, die Trauer um den Tod des Helden, des griechischen Helden Meleager. Im Atlas sind dann grundlegend zwei Bildmotive, die am häufigsten sind. Und das eine ist die Mythologie und das andere ist die christliche Ikonografie. Und in der Renaissance steht beides nebeneinander und der Widerstreit zwischen der heidnischen Antike und der christlichen Weltanschauung, wie der in den Bildern von den Malern verhandelt ist, ist eines der Hauptthemen von Warburg in seiner Renaissanceforschung. Dass das Verhältnis von säkularer oder Weltanschauung zur weltlichen Diesseitigkeit einerseits, zur christlichen Jenseitigkeit andererseits. Weil der Ausgangspunkt von Warburgs ganzer Renaissanceforschung zu Ghirlandaio und der Nympha ist ja, dass die Nympha in das Bild nicht hineinpasst. Das Bild ist in einem nordischen Realismus viel gemalt, einem Trachtenrealismus, einer christlichen Ikonografie und dann kommt diese antike Figur da rein. Und das ist ein Synkretismus, ein Mischstil auf der bildlichen Ebene der verschiedenen Traditionen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und Bernhard Berenson hat über das Tornabuoni-Fresko gesagt, das sei heterogen wie eine Zeitungsseite und eine illustrierte Zeitungsseite. Und deshalb sei es kein gutes Kunstwerk, weil ihm die stilistische Einheitlichkeit fehlte. Aber das, was Warburg daran interessiert, ist gerade die Frage, warum fällt es auseinander? Warum ist es nicht einheitlich? Und es kann nicht einheitlich sein, weil in der Renaissance die künstlerischen Stile und die Weltauffassungen miteinander konkurrieren und ineinander in Konflikt zueinander geraten. Und das heidnisch-antike, was durch den Humanismus wieder aufkommt, und das Religiöse passen nicht mehr richtig zueinander und treten in eine Konkurrenz und treten in eine Spannung. Und diese Spannung zeigt sich in den Bildern, in denen beide Traditionen versucht werden zu vereinbaren und es gelingt nicht. Deshalb ist es gerade der Synkretismus, gerade die Spannung, gerade die Widersprüchlichkeit der Epoche, die ihn interessiert. An example in the Sassetti Chapel would be the sort of gestures and poses of Roman military figures that Ghirlandaio inserts in the chapel decoration, but he depicts them in grisaille, chiaroscuro, black and white. And that's, Warburg perceives that as a way of maintaining them or controlling them, whilst the figures of the contemporaries are all shown in color and actually in the space of the sacred figures
whom they accompany. Clothes for him were both an extension of the body and the new layer of symbolic expression that can, again, be polarized in the sense of the polarity theory of the symbol and be used to hide or to show, depending on the different contexts in which they are used. Here we may be recalled of his concept of bewegtes Beiwerk, something that is related to the body, but it's not really part of the human body. You see it again in the medieval images of the gods, for example, in panel 33, where there is this, they underline, there is this idea of the gods in contemporary dress, so the gods as medieval queens, kings, princesses, rather than the gods with their actual costumes and how they're supposed to look and how allegedly then we find again, finally, in the Italian Renaissance. But this idea of, so this what Panofsky called the principle of disjunction, so antique form does not match the antique content. On the one hand, you can also see it in the Italian Renaissance. You have examples of scenes from the antiquity that are indeed in contemporary costume, even though it might be a costume that has, it's not antique per se, because if you compare the Donatello draperies that we think so classical to actual Greek sculpture, there is still a difference there. It's not the exact same thing. Of course, there is that search for a more natural and idealized depiction that you miss in the Middle Ages, but certainly this problem with the principle of disjunction affects the Middle Ages as much as the Italian Revival, so the Rinascimento in Italy. Is every formal similarity between one, for instance, one antique depiction of the human body and a contemporary depiction of a contemporary use of the human body, is all kind of formal similarity between these two a sign, a symptom of the fact that there has been some sort of historical continuity? Can we really say that the woman peasant in Italy at the beginning of the 20th century is somehow historically related to the ancient figures that Warburg was interested in? Or is it just a formal similarity that could be suggestive, but it's not conducive necessarily to art historical or even sociological discoveries? Figur ist wirklich, würde ich sagen, das Paradebeispiel selbst für Warburg gewesen. Und tatsächlich, es ist vielleicht kein Zufall, dass es eine sehr effektive Ausprägung gefunden hat im Bilderatlas, und zwar auf der Tafel 41a, wo das sogenannte Leidenspathos dargestellt ist. Die Marmorgruppe des Laokoon ist im Zentrum dieser Tafel, obwohl sie selbst als Abbildung nicht vorhanden ist. Und das erklärt, was Ernest Cassirer interpretiert hat als ein Beharrungsgesetz der Pathosformen. Das heißt, sie bleiben behalten, auch wenn sie offensichtlich nicht zutage treten. Wie ist der Fall der Wiederentdeckung des Laokoon im frühen Cinquecento gewesen ist? Man kann das aus unterschiedlichen Beispielen, die Warburg auf dieser Tafel versammelt hat, beweisen, dass es tatsächlich diese vorgeprägte Ausdruckswerke in Warburgs Terminologie, und zwar diese ikonische Formel, diese figurative Formel, diese Pathosformen des Laokoon, sich beibehalten hat unter den Schichten oder durch die vielschichtige weitere, auch sowohl figurative als auch literarische Tradition, auch wenn die Statue selbst nicht vor Augen
der Künstler stand. Und das beweisen zum Beispiel die Beispiele auf dieser Tafel, die auf der oberen zwei Reihen dargestellt sind. Also auffälligst ist natürlich dieses Close-up der Zeichnung von Antonio Pisanello, das tatsächlich datiert ist auf der ersten Hälfte des Quattrocento, Jahrzehnte vor der Wiederentdeckung der Laocoons-Gruppe, und trotzdem ganz offensichtlich die Haltung des Kopfes der berühmten Statue wiedergibt. Die Tafel selbst, 41a, verweist ganz offensichtlich auch in der Konstruktion, also in der Art der Konfiguration der jeweiligen Bilder, auf die Tafel 6, das heißt auf die Vorprägungen selbst. Und man könnte sagen, das ist eine gewisse etymologische Verweisung zwischen den beiden ist, und wir sind zurück zu Usene. Der Mythos selbst, das Laocoon-Motiv, stammt aus Vergils Aeneis, also aus dem zweiten Buch des Aeneis wird erzählt, wie Laocoon, der Priester in Troja, gewarnt hatte vor die Kriegslist der Griechen und wurde deswegen von den Göttern, die zugunsten der Griechen sozusagen standen, damals bestraft in dieser tragischen Art und Weise, indem die Götter diese Meeresschlangen gesandt hatten und ihm erwürgt hatten, ihn und seine beiden Söhne. Und die Art und Weise, wie diese literarische Erzählung, dieser Mythos, die in Vergils Epos dargestellt ist, also und zwar in einer nochmal formelhaften Art und Weise, weil wir wissen, dass es war in Hexameter, also das war auch ein gewisser rhythmischer Gesang, so erzählt, wird unterschiedlich visualisiert. Tatsächlich die Tatsache selbst, dass das berühmte Vorbild nicht vorhanden ist, aber trotzdem etymologisch beibehalten ist. Also dahinter ganz offensichtlich als Wurzel, wie ein Wortwurzel dasteht. Es ist überzeugend. Aber das würde nicht heißen, dass wir eine Antwort haben auf die Mechanismen der Überlieferung. Wir haben im Gegenteil eine Frage. Und mein Eindruck ist, dass der Bilderatlas selbst eine Reihe von Fragen ist und nicht eine Reihe von Antworten. Es ist eine ganz entscheidende Frage, was Mythos bedeutet für Warburg, weil man könnte sogar behaupten, dass seine gesamten Überlegungen und seine gesamte Begriffssystem über die Pathosformen bis hin zu der Aufbau des Bilderatlas selbst auf diese frühen Auseinandersetzungen mit der Mythologie, im Sinne mit dem Studium der Mythologie, zurückgeht. Und zwar auf die Zeit, als er als Student die Vorlesungen von Hermann Usener besuchte, der eigentlich in den Jahren, als Warburg studierte, dabei war, seine Überlegungen niederzuschreiben in dem, was die Forschung dann als sein Hauptwerk betrachtet hat, und zwar die Götternamen, die zwar 10 Jahre nach Warburgs Studium erschienen sind, aber trotzdem bereits formuliert war im Prinzip als System. Und Useners Auffassung der Mythologie ist entscheidend, weil es basiert zwar noch auf einer evolutionistischen Theorie der Entwicklung des menschlichen Geistes, kann man so breit auffassen, vom Mythos zu Logos, um das allgemein zu sagen, mit einer Formel, die mittlerweile üblich ist in der Geschichte der Philosophie, aber auch in der Kunstgeschichte. Aber diese Entwicklung von Mythos zu Logos ist keine teleologische Geschichte, keine gezielte Geschichte, die einfach auf die Rationalität hin als erworbenes Ziel hinblickt, sondern das auch zurückgekehrt werden kann. Die Geschichte der Kultur dahingehend versteht, dass er die Frage stellend, was bewegt eigentlich diese Ausdrucksformen der Kultur? Und er interpretiert es so, dass es bestimmte Dynamiken, bestimmte Spannungen gibt, die diese Bildformen beispielsweise durch die Geschichte treiben, die sie immer wieder mit einer neuen Bedeutung und Bedeutsamkeit
belegen. Und diese Spannungen sind natürlich diese Auseinandersetzungen zwischen der Rationalität, der Vernunft auf der einen Seite und dem Aberglauben auf der anderen Seite. Und weil diese Auseinandersetzung nie beendet sein kann, lässt sich sie auch nicht in ein teleologisches Geschichtsverständnis zwingen. Sie lässt sich also nicht erzählen in einer Weise, dass es eine Phase gäbe, die hinter uns liegt und die damit abgeschlossen ist. Genau das ist ja die Pointe des Bildgedächtnisses. Weil die Bilder uns dauerhaft präsent umgeben und in die Bilder der historische Moment eingeschossen ist, aus dem heraus sie gefertigt sind, erhält auch die vermeintlich erledigte Geschichte eine nie endende Präsenz, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir als immer wieder aktualisierte Empfänger dieser Bilder den Bildern ausgesetzt sind, als würden wir sie zum ersten Mal sehen. Was heißt, als würden wir sie zum ersten Mal sehen? Oft genug sehen wir sie zum ersten Mal. Und das ist die Pointe des Bildgedächtnisses. Morphologie und Geschichte sind natürlich zwei Kategorien, die, also es ist so spannend, sie zusammenzusehen, weil in der Vorstellung, also sie tendieren sozusagen in zwei unterschiedlichen Richtungen aufzuweisen, zwei entgegengesetzte Richtungen, würde ich sagen. Was die historische Reihenfolge, die chronologische Reihenfolge angeht, ist nicht dieselbe Systematik, die man morphologisch darstellen kann. Ginsburg himself has actually interpreted the Bilder Atlas as a sort of oscillation between a morphological and a historical method. And I think my own reading, I'm not a specialist of Warburg, but my own reading of Warburg is very much influenced by this idea, and I think there is something very important in that. There is certainly a study of historical transmission, but then there is very often a sort of interest in morphology, which cannot be absorbed into historical transmission itself. So you have this sort of polarity. Since we're talking about Warburg, it's actually good to use this image. You have this sort of polarity between a morphological and the historical approach. And I think you cannot reduce that to each of these. You have to take into account both in order to make sense of the Bilder Atlas. And this is just one of the many open problems that this Bilder Atlas presents us. This is probably related to another, I think, very important lesson that we can still draw on Warburg's work. The 20th century has seen many theories of, we could say, modernization that are very linear, that sketch actually a scenario in which there is some sort of progress. And even if you don't believe so much in progress, still you have this linear account of what actually technology is doing, what a new form of social organizations are doing. In Warburg, and again, we have this idea of the oscillation that was really important, you can never really think about human progress in this linear sense. So you have always to look for ambiguities, I would say, look for ambivalences. And the assessment of technology is just one side of this ambivalence. The second one is, as he would say, the fact that the non-enlightened part of human beings or of social action at large is always there, even in the historical periods that we are accustomed to think about as Enlightenment periods. So there is always this sort of subterranean current that is always there. And actually social action is much more realistically depicted if we think about it as a sort of perennial oscillation between these, between these two poles. Die Idee, also geschichtsphilosophisch betrachtet, ist natürlich, bleibt dieses Unternehmen natürlich, sehr, also bleiben sehr viele Fragen offen, aber das ist auch das Anregende an, der, an diesem Bilderatlas, ist tatsächlich diese Simultanität von morphologischen Nebeneinanderstellungen,
und lineare kausalen Ketten und chronologischen Reihenfolge. Wir wissen das und wir sehen aus der Aufbau, auch in dieser schönen Ausstellung, so diese lineare Reihenfolge eine grundsätzlich chronologischen Ansatz hat. Und trotzdem, da gibt es diese Einsichten in die Tiefe, sagen wir mal, nicht nur in die Realität, in die Horizontalität, sondern wirklich in weiteren Dimensionen. Diese weiteren Dimensionen kann man schon bezeichnen wie andere Arten von rationalen Erklärungen, die eben also nicht gleich oder eins zu eins mit der wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Erklärungen decken. Die Terminologie in Warburgs späteren Überlegungen ist Ursachensetzung. Die Art, wie man die Ursache der Phänomene, seien sie natürlichen Ereignissen, seien sie übernatürliche oder vermeintlich übernatürlichen Ereignissen oder das, was den Menschen in wenig technologisierten Zeitalter als Wunder erschienen, wie man das solche Ereignisse und Phänomene erklärt. Wenn man den Atlas grundlegend sieht, als eine Fragestellung auch, wie liest man eigentlich Bilder? Und sich den Atlas von Tafel 1 bis Tafel 79 in diesem Sinne anschaut, dann stehen sich die erste und die letzte Tafel des Atlas fast als zwei Pole der Bildinterpretation gegenüber. Auf der einen Seite steht ganz am Anfang die babylonische Praxis, in den Tonlebern, in den Bronzelebern zu versuchen, magisch die Zukunft zu lesen aus Opfertieren. Und auf der anderen Seite steht am Ende Warburg, der auf seinen Tafeln durch die Zusammenstellung von Bildern aus der Geschichte, auf Tafel 79 von der Antike, Astrologie, Mittelalter, Renaissance, Fresko bis in die Gegenwart des Zeitungsbildes, der in dieser Zusammenstellung dieser Bilder versucht, die Gegenwart zu lesen, aber als wissenschaftliche, kulturelle Diagnose. Und dieser Widerspruch, dass man Bilder entweder versuchen kann, magisch zu lesen, wie in den Praktiken der Babylonier, oder in seinen Konstellationen versuchen, wissenschaftlich, kulturhistorisch zu lesen, indem man sie in ihrem Verhältnis zueinander versteht. Dieser Widerspruch oder diese Spannung ist eine, die grundsätzlich Bildern inhärent ist. Man kann auch heute noch Bilder versuchen, eher im Sinne einer Bildmagie, einer Unmittelbarkeit und einer Präsenz zu lesen. Oder man kann versuchen, Bilder, indem man sie ins Verhältnis setzt, indem man sie in ihrer Geschichtlichkeit überdenkt, versucht, wissenschaftlich zu lesen und zu verstehen. Und Warburg stellt uns im Atlas sozusagen verschiedene Deutungsmöglichkeiten, verschiedene Lesarten von Bildern gegenüber. Und wenn wir den Atlas als Ganzes nehmen und den Atlas sagen, als eine Möglichkeit, mit Bildern umzugehen, verstehen, dann haben wir in ihm ein Modell, uns für die wissenschaftliche Lektüre, für die kulturhistorische Lektüre der Bilder zu entscheiden. Und das ist das, was er uns vorschlägt. Das Bild nicht für sich und nicht in einem magischen Sinne zu nehmen, sondern das Bild als Teil einer Bildgeschichte zu verstehen und dadurch sagen und dadurch als Teil einer Kulturgeschichte wahrzunehmen. Die Frage, ob Warburg selbst nicht die letzte Tafel wie eine Tonleber liest, ist einerseits interessant, weil es natürlich bei Warburg eine sehr, sehr große Nähe und ein sich reindenken und ein Verlebendigen der Bilder immer wieder als Ansatz gibt. Der berühmte Satz, du lebst und tust mir nichts. Aber der Unterschied ist ja, dass er mit dem Zeitungsblatt auf der letzten Seite seine eigene Gegenwart nicht wertend sieht, sondern diagnostizierend sieht. Wenn er das Verhältnis zwischen dem Sportler, also dem irdischen Diesseits und der Papstprozession, der Monstranz, dem religiösen Jenseits, dort analysiert, dann geht es ihm nicht um eine Wertung und es geht ihm auch nicht um eine Vorhersage der Zukunft, sondern es geht ihm um eine genaue Gegenstandsbeschreibung, die aus den Bildern ablesbar ist.
Und darin unterscheidet er sich grundsätzlich von den babylonischen Auguren. Art history is formed to tell a story that will in always function to exclude. But the recognition of this exclusion is part of the late 20th century, the convergence of the kind of the discourse of decolonization through theories of race in the post-colonial, a revived engagement with a new kind of European Marxism in the face of totalitarian Marxism, and then the emergence of feminism, right? So in that context, my virtual feminist museum is pointing to how, you know, how very sort of preliminary and still very confused we are about what actually was happening, what's going on. The museum, of course, is the figure of modernity. But I mean, the minute you kind of put the whole history of the world with the survey museum into the museum so as to enable the moderns no longer to feel that they're just there to go into the academy and keep copying, they are going to be able to house the past in order to progress and define themselves as different. And the museum, therefore, becomes a very important instrument in this way. So when I put the notion of the virtual feminist, i.e. the process that has not yet happened but is going to have to happen, in relation to something which is a kind of stabilizing container of all that is sort of, in a sense, the cultural memory of the pre-modern world against which the modern world defines itself. I'm trying to pose a kind of an intervention from feminism into this conception of what we are and what we've become, while also pointing to it's got to be a generative project of consciousness in a world of many revolutionary forces at 1960s, kind of severed from a sense of a long history. And this has relevance to this whole point about Warburg, because of these the underlying sense of thought being provoked in relation to conflict or violence or contestation or transformation. And as we seek to write histories, we tend in our modern way of thinking of histories that these are sequences and everything is getting better. Whereas what I learned fundamentally from Warburg, which goes into the Virtual Feminist Museum, is that things return because there is some much, much deeper and longer battle being fought out by human beings in various sorts of ways.